Das Terrarium versetzt uns in den Südwesten der USA. Schwarzleguane und Schuqualas sind hier zu Hause. Aber auch eine der giftigen Krustenechsen, das Gila-Monster, lebt hier. Es ist eine träge Echse, die nur dann beißt, wenn man sie allzu sehr belästigt. Wochenlang verschläft sie Tage und Nächte. Aber irgendwann ist auch bei ihr der Hunger groß. Und dann tut sich was. Krustenechsen fressen Nagetiere, gerne auch Jungvögel von Bodenbrütern, aber ihre Leibspeise sind Eier. Ihr Geruchssinn ist unübertrefflich und so überschlagen sie sich förmlich, allerdings nach Krustenechsenart. Sehr langsam, aber zielstrebig findet sie letztlich die Futterschale mit den aufgeschlagenen Eiern. Beim Fressen hat sie keine Eile. Es sind geruhsame Tiere. Solch eine Mahlzeit dauert. Mit der Zunge befördert sie die Nahrung nach und nach ins Maul. Aktives Schlucken fällt ihr schwer, deshalb reckt sie in regelmäßigen Abständen den Kopf in die Höhe. Die Vorderbeine streckt sie durch und so kann die Flüssigkeit in aller Ruhe in den Magen fließen. Damit ist sie den ganzen Vormittag beschäftigt, bis sie sich wieder für weitere Wochen an ihren Schlafplatz zurückzieht. Die Mitbewohner lässt das kalt, sie fressen Insekten und werden von den Tierpflegern nicht vergessen.